Ja, so wie hier auf diesem Bild hier einen Färbeeffekt zeigen, der jetzt in GIMP. Öffnet das Bild, oder ich werde dieses Bild in der Videobeschreibung mit drauflisten, wenn noch ein anderes nehmen, was ihr halt habt oder färben wollt. So. Und Hintergrundebene, also die mal duplizieren. Und ja, Farben. Und das Ganze, weil das ja auch so schwarz-weiß Hintergrund hat hier, müssen wir das Ganze jetzt erstmal entsättigen, indem wir auf Farben gehen. Entsättigen. Dann ist das Ganze schwarz-weiß. Dann fügen wir den ganzen Kamm noch eine Ebenenmaske hinzu, indem wir rechtsklicken hier auf der Ebene und Ebenenmaske hinzufügen gehen. Weiß voller Deckkraft. So, das muss angekreuzt sein. So, vergewissert euch, dass die weiße Ebene hier ist. Dann nehmt ihr das Pinsel, den Pinsel, und skaliert. Bisschen so. Das ist mal grob. Müsst halt auch, dass ihr nicht überkommt. Warum was anderes erwischt. Und verkleinert ab am Rand, wie hier zum Beispiel die Pinselstärke. Zum Beispiel war zu klein. So, also ja, so muss es halt aussehen. Ach, jetzt bin ich drüber gekommen. Ihr werdet sicherlich besser hinkriegen, wie ich jetzt. Ja, probiert es mal. Das sieht dann am Ende richtig genial aus. Ja, es passt auch, auch gut zu, ja, wie kann man sagen, wenn man ein schwarz-weiß Foto macht, jetzt und Augen betonen will. Ist das eine gute, effektive Basis zu machen? Ja, auf alle Fälle, das war's erstmal von diesem Kram. Ja, ich hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Tutorial rein. Das nächste Tutorial wird genauso einfach sein. Unter dem Einfärben. Da zeige ich euch, wie ihr Augen einfärben könnt. Und ja, dies halt. Okay, also das war's erstmal von mir und noch recht gutes Gelingen beim Erstellen Grafiken und bla bla bla. Das war's. Tschüss.